typischen Ringe. Finde ich eigentlich ein bisschen kitschig, Bruno. Na, hör mal, die könnten ruhig noch ein bisschen größer sein. Ist ja schon fast die hohe Konditorkunst, was dein ehemaliger Chef da hingezaubert hat. Ich habe direkt Appetit gekriegt. Komm. Dafür soll ich lange warten müssen. Wart mal. Was ist denn? Können wir nicht ein andermal? Ich denke, du hattest nichts mit ihm. Nein, hatte ich ja auch nicht. Er war ja nur mein Reitlehrer, das weißt du ja. Nicht mal ein bisschen verknallt? Nein. Na also, was hindert uns dann? Komm. Was für ein Betrieb. Ja, Olympia-Fieber-Schätzchen, ganz Berlin platzt aus den Nähten. Seit Freitag geht das so. Wir haben mit Mühe einen Außenscanner bekommen. Ja. Mein Mann kommt aus der Backstube gar nicht mehr raus. Na, freuen Sie sich doch. Wenn Sie heute Abend Kasse machen, helfe ich Ihnen gern. Das ist noch das Wenigste. Aber wenn Sie jemanden wüssten. Ja. Ja, was denn zum Servieren? Na ja, oder fürs Kuchenbuffet. Soll ich, Bruno? Was denn? Ach, ein paar Tage könnte ich doch. Ich meine, wenn Sie wollen, Frau Lambert. Das wäre schön, aber ich weiß ja nicht. Du kannst doch nicht als meine Frau. Ja, und wieso nicht? Arbeit adelt. Das haben die gerade neulich bei der Maifeier gesagt. Ich bin bloß mit dir hier reingekommen. Guten Tag. Ja, was? Ja. Sag mal, und den Text ist schön. Danke, ja. Wollen Sie zu unserem Tisch kommen? Tag, Herr Fürstenstein. Ja, sagen Sie mal. Auf dem Maifeld? Wir sind doch zurzeit die internationalen Pferdenarren zusammen. Na, ohne Sie, das wundert mich nicht weniger. Hättest noch zwei, die zu uns passen. Freunde von Herrn Blumenau, Amerikaner, die würden jeden Preis für eine Eintrittskarte bezahlen. Ich habe auch nur für zwei Zwischenprüfungen Karten bekommen. Die Schlusskämpfe sind seit Monaten ausverkauft. Plätze nur für Parteiprominenz. Ja, aber da gehören Sie doch dazu. Nein, nein. Ich bin schon im vorigen Jahr ausgetreten worden. Also ich meine, in die Reiter-SA reinzukommen, soll verdammt schwer sein. Aber raus. Tja, Sie haben recht. Der Ausschluss brachte mir eine Menge berufliche Schwierigkeiten. Wollen Sie doch nicht doch zu uns rüberkommen? Ich möchte nicht stören. Aber ganz im Gegenteil. Kommen Sie. Hier bringe ich Ihnen einen Berliner Pferdeexperten. Herr Wülfing, Herr Blumenau kennen Sie. Tag, Herr Blumenau. Familie Dorn aus USA, aus Texas, um genau zu sein. Hey. Im Cowboy-Sattel zu Hause. Nehmen Sie Platz. Danke. Möchten Sie? Ja. Ach, entschuldigen Sie, dass ich Sie überfalle. Könnten Sie uns vielleicht zu Eintrittskarten für die Olympischen Reiterkämpfe verhelfen? Wir sind auf gut Glück rübergekommen und können jetzt zu keiner Veranstaltung. Es tut mir aufrichtig leid, aber seit Monaten ist alles ausverkauft. Siehst du, wir hätten uns doch schon in New York drum kümmern müssen, Darin. Ihr Deutsch lässt darauf schließen, dass Sie mit Spreewasser getauft sind, Mrs. Dorn. Ja, wir beide. Mein Mann bekam vor 4 Jahren eine Professur in Houston. Ach so, ja. Jetzt sind wir Amerikaner. Neidenswert. Wirklich? Ich dachte immer, die Deutschen sind stolz darauf, hier zu leben. Ja, wissen Sie, es gibt immer so 2, 3, die das nicht zu würdigen wissen. Übrigens, es soll Fernsehübertragungen geben. Von den Spielen? Ja. Außer den Sonderdiensten der Wochenschauen in den Kinos hat die Reichspost Direktübertragungen vom Reichssportfeld angekündigt. Fernsehübertragung? Hast du das gewusst, Bernhard? Ja. Das wäre eventuell eine Möglichkeit, doch noch etwas zu sehen. Entschuldigung. Darf ich Sie was fragen? Die Leute, kommen die alle da rein, ja? Nicht, wenn Sie kein Billett haben. Wir haben kein Billett. Jetzt hinten Schalter 1, aber die sind schon lange weg. Jetzt bei der Olympiade müssen Sie schon vor 1 anstehen, sonst gibt's keinen Platz. Wenn Sie kein Billett haben, dann kommen Sie hier nicht drin. Die sind hier stur. Entschuldigen Sie bitte, wir haben leider keine Eintrittskarte. Nee, da tut's mir leid. Dann kommen Sie nicht drin. Müssen Sie morgen. Morgen gibt's ab 12, Schalter 1, Haupthalle. So, bitte. Entschuldigung.
Entschuldigung, aber die Herrschaften, die kommen aus dem Ausland. Könnte man nicht vielleicht eine Ausnahme? Die sind extra aus Amerika rübergekommen, Herr Postrat. Extra von drüben? Ja. Wegen unseren Fernsehen? Ja. Na, dann warten Sie mal einen kleinen Augenblick, bis die anderen durch sind. Dann leg mal nach dem Amtmann. Danke, kommen Sie warten. Ich glaube, die brauchen uns gar nicht mehr, die Leute. Naja, die Olympiade. Was heißt Olympiade? Gerade die Beil-Olympiade. Hm? Na ja, so viele Ausländer, so viele Jugendliche. Die wollen was Flottes hören, was Modernes. Sollen wir mal das Potpourri aus Frau Luna? Hör mir auf mit Potpourri. Ich werde euch zeigen, was wir spielen sollten. Eins, zwei, drei. Ja. Schnell zum Chef. Gelegenheit des Spiels. Gegen Sie bin ich ein Waisenknabe. Ein Anfänger. Weil ich uns hier eingeschmuggelt habe? Ein paar Reiterkameraden sind Gottlob nicht so stur. Unter Pferdeliebhabern gibt's auch noch Freunde. Und das mittenmann in den Olympischen Reiterspielen. Noch niemals war die Spannung in einem Preis der Nationen so groß wie in diesem Jahr zu diesen Olympischen Spielen in Berlin 1936. Und erlauben Sie mir in diesem Moment eine kleine Zusammenfassung. Obwohl die Spannung hier im Stadion so groß ist, sollen Sie dort draußen an den Lautsprechern wissen, was die deutschen Reiteroffiziere bisher geleistet haben. In der Dressur Goldmedaille an Oberleutnant Polyov Kronos vor Major Gerhard mit seinem Absinth. In der Military Hauptmann Stoppendorf Gold auf seinem herrlich gehenden Normi. Und vergessen wir nicht Freier von Wangenheim, der mit gestürzter Schulter, gebrochener Schulter hier den Parcours zu Ende ritt. Achtung, eine Durchsage. Die Equipen bitte fertig machen zur Siegerehrung. Die Equipen bitte fertig machen zur Siegerehrung. Einer von den Italienern, ne? Unsere große Konkurrenz beim Militär. Mensch, haben die Tiere ja. Verzeihung. Das ist die Pferde der englischen Ecke? Ja, wir sind von der Presse. Können Sie mir sagen, wo ich Mr. Brown antreffe? Ich möchte ihn interviewen. Ah, oh, das sind mein Engländer noch. Ah ja. Sagen Sie mal, kennen Sie Mr. Brown? Nee, aber ich glaube, es ist besser, wir machen uns einen Stopp hier. Reiter aus 18 Nationen sind über diesen schweren olympischen Parcours gegangen. Und keinem gelang es, hier unter den Augen des Führers einen Nullfehlerin zu zeigen. Warten wir die Entscheidung ab. Es muss zum Stechen kommen. Zum Stechen zwischen dem deutschen Oberleutnant Kurthasse auf seiner Fuchsstute Tora und dem rumänischen Offizier Frank auf Delphis. Eine Verweigerung. Auch dieser Reiter kommt nicht in die nähere Ausscheidung. Nun, draußen im weiten Grund
Schon um 12 anstehen, können wir nicht mal was überspringen. Aber doch nicht, wenn Jesse Owens läuft. Drücken die Daumen jetzt für das Stechen. Entschuldigung. Im Stechen, Oberleutnant Kurt Hasse um olympisches Gold. Verkürzter Parcours, die dreifache Kombination im besten deutschen Kavallerieschulenstil absolviert. Und die Kameraden in den Garnisonen drücken ihren Offizieren die Daumen, um hier zum olympischen Gold zu reiten. Und dieser letzte Sprung bedeutet für die deutschen Reiteroffiziere olympisches Gold und damit auch die letzte Goldmedaille, die hier zu erringen war, an die deutschen Reiter. Ja, können Sie mir mal sagen, wo mein mir angetrautes Weib bleibt? 7:45. Der Ministerpräsident wartet doch nicht auf Dolly Maczynski. Sieht sich ja schon um, Herr Maczynski. Soll ich einen Cognac einschicken? Nein, danke, das ist jetzt so. Ah, ist ja ganz voll. So wieder getanzt. Könnte man ja selber mal eine Kesse Sola aufs Parkett legen, was? Ich denke, Sie gehen in die Oper. Naja, natürlich und wie. Der preußische Ministerpräsident ist doch der Hausherr der Oper. Große Gala heute für die große internationale olympische Prominenz. Dürfen Maczynskis nicht fehlen. Teufel auch. Ach, ist doch nur das ungeänderte Ballkleid vom letzten Winter. Ja, komm, wir müssen uns beeilen, sonst fängt die Ouvertüre noch ohne uns an. Ja, bis morgen. Viel Spaß. Was gibt's denn heute in der Oper? Na, was wird's schon geben? Die Meistersinger. Den fällt doch ohne Schnauz mehr. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Begeisterung erlebt. Ja, wirklich. Waren Sie noch nie auf einem richtigen Rennplatz? Das ist doch ganz was anderes. Das war doch hier eine Bombenstimmung. Da ging doch die Post ab. Es ist ja auch ganz egal. Es war jedenfalls toll. Weißt du, Darling, ich glaube, man macht sich manchmal bei uns ein ganz falsches Bild von Deutschland. Was macht man sich denn für ein Bild von Deutschland, gnädige Frau? Naja, man hört und liest viel von der deutschen Aufrüstung. Überall Uniformen, überall wird marschiert. Das sieht nach Krieg aus, sagen die Leute. Im Gegenteil, gnädige Frau. Das dient alles dem Frieden. Auch die Besetzung des Rheinlandes im Vorjahr. Natürlich! Unser Führer Adolf Hitler will, dass wir genauso stark werden wie die anderen. Sie sind doch schon stärker als die anderen. Viel stärker, wie es scheint. Man beneidet uns. Das ist es. Um unseren Führer, um die neue Ordnung. Um die Sportler, die den Sieg davontragen. Heute wieder um die siegreich deutschen Reiter. Und um unsere siegreichen deutschen Pferde. Mit einem Wort um die größeren Köpfe. Der Schwarze, passen Sie auf. Der Schwarze, ihr Wimpfler. Ja, dann würden wir einen anderen. Ja, die Luftkontrolle wird fahren. Jetzt kommt schon der da oben. Zurück, nicht mitkommen. Und wir schaffen. Bitte, und wenn Sie den Jesse Owens sollten mal treffen, dann grüßen Sie ihm von mir. Von mir auch. Der hat so eine Nähe, so gut laufen kann. Der hängt wohl mit der Natur zusammen, wa? Wie meinen Sie? Ja, die haben wohl von Natur aus ganz andere Beine als andere. Das sind doch überhaupt ganz andere Menschen, Erna. Wollen Sie auch? Ja. Ist gut gegen den Philipp Schrein. Und der dritte. Das war ein Europäer. Tja, er ist nicht zu ändern. Vielleicht ist er am Abend da. Ach, die sind bestimmt wieder in dieser Fernsehstube, Frau Kohler. Postamt Geisbergstraße, glaube ich. Ja, ja.
Ich schaue jedenfalls später noch mal rein. Ist gut. Wie geht's denn Ihrer Frau gut? Eigentlich müsste ich die ganze Zeit an Ihrem Bett bleiben, aber... Ach, bestellen Sie doch bitte Herrn Blumenau. Er soll unbedingt auf mich warten. Etwas Unangenehmes? Ich bin ins Büro des Reichspresseschiffs bestellt. Später, Frau Lampe. Ja, bis später. Fräulein Gruner! Warum geht sie denn schon? Ach, der hat den Kopf voll wegen der kranken Mutter. Na? Ach so, zwei Eis mit Früchten. Nein, nein, ich meine, wird es Ihnen auch nicht zu viel, Dolly? Ach, was. Ich finde es fabelhaft, dass Sie durchgehen. Was sagst du? Zunächst einmal vorab, Fräulein Gruner, Sie arbeiten zurzeit als Lektorin beim Film. Ja. Man ist dort sehr zufrieden mit Ihnen, wie man hört. Ach ja? Keine Sehnsucht nach Ihrem früheren Beruf? Doch, natürlich. Viele Ihrer Kollegen sind längst wieder an Ihrem alten Arbeitsplatz. So? Wir haben Ihnen das ermöglicht. Wir sind großzügiger, als manche Leute glauben. Ich habe die Freude, Ihnen namens des Reichspressechefs Ihre Arbeitserlaubnis zu erteilen, Fräulein Gruner. Ja? Als Schriftleiterin in einem unserer Presseorgane. Ah ja. Wir haben auch schon etwas Passendes für Sie. Ja. Es liegt natürlich an Ihnen, ob Sie annehmen wollen. Was denn, das stellt man mir frei? Selbstredend ist die Arbeitserlaubnis an die Annahme der betreffenden Stellung gebunden. Mit anderen Worten, wenn ich ablehne? Wenn Sie ablehnen, ist nicht einmal mehr sicher, ob Sie auch noch für den deutschen Film tragbar sind. Ich verstehe. Und was ist das für eine Stellung? In der Schriftleitung der Braunen Post. Keine exponierte Sache, gewiss, aber man kann etwas draus machen. Bedingung ist, keine Zweifel an unseren politischen Vorstellungen. Und wenn ich beispielsweise im Modeteil schreibe oder über Backrezepte, gibt es da auch irgendwelche politischen Vorstellungen? Die Antwort auf diese Frage können Sie sich selbst geben, Frau Kollegin. Ich verstehe. Aber ich darf es mir noch mal überschlafen, Herr Dr. Seiß. Überschlafen? Wenn wir Ihnen volle Rehabilitierung bieten und eine gut bezahlte Stellung. Ich muss es überschlafen. Wenn ich an die Leute in der Fernsehstube denke, sowas von Offenheit und Unbefangenheit. Das sind doch keine hinbefohlenen Berliner, sondern richtige, echte. Man sich ja trotzdem Opfer einer unaufhörlichen Propaganda, gegen die sie sich gerade wegen ihrer Ungläubigkeit nicht zur Wehr setzt. Lasst uns von was anderem reden, ja. Sehen Sie, Ihr Freund Blumenau will nicht darüber reden. Er hat genug Probleme. Von den Rassegesetzen dürften Sie doch auch gehört haben. Was sagen Sie denn dazu, dass Hitler Ihren schwarzen Wunderläufer Jesse Owens nicht zu seinem Sieg beglückwünschte? Aber die Berliner haben ihm doch zugejubelt. Und Hitler hat ihn eindeutig brüskiert. Ach, aber auch bei uns in den Staaten gibt nicht jeder Weiße einem Farbig in die Hand. Und was ist mit Helen Mayer, der deutschen Fechtmeisterin? Sie ist Jüdin und sie hat trotz der Rassegesetze für Deutschland gekämpft. Damit will Hitler ja gerade erreichen, dass im Ausland diese furchtbaren Gesetze nicht ernst genommen werden. Ich bitte euch jetzt wirklich. Hör zu, Bernhard. Im Anschluss an die Olympischen Spiele fahren wir nach Italien. Begleite uns doch. Das wird doch großartig, Bernhard. Ja, fahr mit uns. Ja, aber da müsste ich doch ein Visum beantragen. Ich meine, glauben Sie, ob die Behörden mir das geben? Ausreisen? Können Sie ganz sicher. Aber das dürfte einiges kosten. Entschuldige mich bitte. So, hat jemand noch einen Wunsch? Viele, Dolly. Ja, dann hole ich mal am besten die Karte. Das ist Ihnen, oder? Später. Ja. Ich muss nur den gebrauchten Zettel. Guten Tag. Nur ganz kurz, Bernhard. Ich muss den letzten Zug zu meiner Mutter erreichen. Was ist denn los? Sie haben ein
eine Stellung angeboten. Als Redakteurin bei der Braunen Post. Naja, ich meine, solange Sie keine politischen Themen von dir erwarten. Was meinst du denn? Ich brauche Geld, Bernhard. Die Krankheit meiner Mutter verschlingt meine Reserven. Naja, das verstehe ich schon. Tja, ich will dir was sagen. Ich habe direkt ein bisschen Hoffnung. Hoffnung? Worauf? Ja, dass alles ein bisschen besser wird. Das glaubst du doch selber nicht, Bernhard. Ich muss dir was von meinen Freunden erzählen. Sie wollen, dass ich sie nach Italien begleite. Gleich nach den Olympischen Spielen machen sie einen Europatrip. Aber das wäre... Da könntest du doch im... Ausland bleiben. Was denn bei den Faschisten? Na, die tun wenigstens den Juden nichts und darauf kommt es für dich an, Bernhard. Aber dann werden wir doch getrennt. Aber deine Sicherheit ist wichtiger, Bernhard. Vielleicht kann ich dich dann ab und zu besuchen. Ja, ich muss jetzt los. Geht alles mal vorüber. Außen prächtig, innen hohl. Naja, hohl. Ich komme gleich mal rein. Na nun? Ich denke, Sie sind in Italien. Ja, dachte ich selber. Hat man Ihnen Schwierigkeiten gemacht? Was heißt Schwierigkeiten? Man hat mir kein Ausreisevisum gegeben. Das ist alles. Das habe ich befürchtet. Wollen wir ein paar Schritte machen? Das Wetter ist so schön. Gern. Ich mache die ersten 100 Meter. Ich bin Jesse Owen. Du! Richtig sehe, sind Ihren Olympiagästen die Augen geöffnet worden. Naja, die Schlussfeier, die hat ihn imponiert. Aber als ich dann nicht ausreisen durfte, da durchschauten sie das diabolische Spektakel. Kann man nur hoffen, dass es den Nazis nicht gelungen ist, die Welt über ihre wahren Absichten zu täuschen. Platz